Es ist schon ein bisschen schizophren, dass man auf der einen Seite schimpft gegen die Sozialpartnerschaft und auf der anderen Seite am Verhandlungstisch sitzt in der Sozialpartnerschaft. Interessant finde ich, dass die IV nicht offenlegt, als eine der wenigen Organisationen in Österreich, wer denn ihre Mitglieder sind und wie sie sich finanzieren. Ich denke, es wird Zeit, die Mitgliederliste und die Finanzierung offen zu legen. Sonst reiht sich die Industriellenvereinigung in die Riege der Intransparenzvereinigung ein, wie die Agenda Austria, Mittelstandsvereinigung, um nur einige zu nennen. Es ist überhaupt sehr bemerkenswert, welches Spiel die Industriellenvereinigung seit geraumer Zeit, also schon weit, weit, weit vor der Wahl spielt. Es ist ein doppeltes Spiel, was sie spielen. Wenn da der Herr Kapsch meint, eine neue Bundesregierung soll auf jeden Fall das Pensionssystem ändern in Richtung Automatismus und in einem Umbau von leistungsorientierten auf beitragsorientierten System, dann werden Sie alle jüngeren Datums, die da sind, Ihre Lebensplanung, was die Pension betrifft, getrost vergessen können. Unsere Reformen schauen aus, mehr Steuergerechtigkeit von jenen 1%, die 40% das ganze Vermögen haben. Nur leider Gottes sind wir immer beim Mantra, keine neuen Steuern da. Und wenn man jetzt nach Oberösterreich schaut, schaut halt neue Steuern, keine neuen Steuern so aus, dass halt die Leute dann in Zukunft wieder für die Bildung zahlen, dass die Leute wieder auf Kindergartenbeitrag zahlen und dergleichen. Das sind zwar keine neuen Steuern, kosten aber wahrscheinlich denen Leuten und denen Betroffenen 10-mal mehr, als wenn man ein faires Steuersystem gemacht hat.